Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 17 auf der Lostberg. Ja, wir sind jetzt wieder hier am Start mit vollem Tank und weiter geht's mit dem Güllefahren. Ja, da war der Tank schon leer, haben wir jetzt schnell aufgefüllt und jetzt geht's wieder los. Und dann gleich mal eine Fuhre Mist drauf und dann. Ich denke nämlich, wir werden. Ja, das Feld, das werden wir noch so machen. Oder ich warte einfach. Jetzt ist die Frage: Soll ich noch warten? Oder soll ich gleich mit dem Mist drüber? Also zuerst grubbern und dann Mist, oder soll ich erst noch den Mist ausfahren? Ich glaube, so werden wir das machen. Wir fahren erst noch Mist aus. So. Da müssen wir jetzt ein wenig bremsen, weil es ist doch schon ein schönes Gewicht und das merkt man auch bei dem Traktor. Das ist denn da nicht so taugt. Gleich auf die andere Seite und dann halt hier noch schnell die zwei Bahnen. Ja, so ist das. Und dann gleich noch den Mist drauf, dann wird das schon gehen. Ist nur die Frage, was für ein Miststreu, weil so wirklich was in der Breite, wo wir ihn brauchen, gibt es hier keinen. Entweder 8 Meter und 8000 Liter Fassungsvermögen, das ist schon fast ein wenig klein. Oder 19.000 Liter. Und was hat die Arbeitsbreite? 15 Meter, aber 15 Meter ist mir schon fast ein wenig zu breit. Aber naja. Ja, die Reihe Mais noch mit. Ja gut, bleibt halt stehen. Ja. Gut. Jetzt hoch, zwei Felder haben wir noch. Dann sind wir fertig mit Güllefahren, beziehungsweise. Dann haben wir jedes Feld, was uns gehört, schon einmal gedüngt. Und drei Düngerstufen brauchen wir. Dann kommt eben noch der Mist drauf und dann einmal noch mit dem Düngerstreuer drüber. Dann haben wir das auch wieder.
So. Hier war Raps angesät. Da hat's auch noch schnell drüber. Ja, das ist halt so ein Nachteil an dem Schleppschlauchfass. Das mit dem Umdrehen und bewachsenem Gebiet ist etwas schwerer, wie wenn ich jetzt hier so einen Schwenkverteiler hätte oder einen Prallteller. Man halt einmal außen rum, wenn dann das Umdrehen leichter geht. So ist das, aber wie immer keine Gesprächsthemen. Die letzten Folgen waren ja ein wenig mehr mit Inhalt gefüllt, aber jetzt gratis wieder so eine Phase, wo es nicht wirklich viel zu reden gibt. Außer, naja, jetzt ist es eh schon draußen da drüber. Kann man jetzt dann gar nicht mehr reden, was ich weiß. Naja, egal, ich spreche es einfach mal an. In The Hunter gibt es ja jetzt gerade die Aktion, wir brauchen 1 Million Abschlüsse, damit das ganze Zeug von dem einen Tisch oder von dem Bild verschwindet und dann wissen wir, was es Neues kommen wird. Was denkt ihr, was da Neues kommt? Es gibt ja zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, sieht man ja ein kleines Eck, wenn ich das richtig gesehen habe von dem Ding, was neu kommen wird. Ich würde da schon fast auf eine neue Map tippen. Wobei wir haben jetzt erst gerade Timbergold bekommen, aber ich weiß nicht, was sie anderes da so Großartiges andeuten oder anteasern würden. Außer es kommt irgendeine neue Tierart. Aber jetzt haben wir auch erst die Schafe und die Ziegen gekriegt. Ich weiß es nicht, was da für ein tolles neues Feature kommen wird. Die einen sagen dies, die anderen sagen was anderes. Das ist schwer zu sagen, was da jetzt neu kommt. Muss mir das Bild dann nochmal anschauen, ob jetzt schon mehr verschwunden ist, weil gestern Abend habe ich das letzte Mal geschaut. Und da, wie gesagt. Aber eine neue Map jetzt schon. Wann ist denn die letzte kommen? Im Oktober, naja. Früher zu DVD-Zeiten ist jetzt um die Zeit auch immer eine Map gekommen. Also einmal Oktober, November rum und einmal jetzt so im Frühjahr. Aber das war ja voriges Jahr schon nicht mehr so. Da war Whiterun im Oktober. Oder ja, Oktober kam Whiterun, glaube ich. Und jetzt heuer im Oktober oder November, was es war, kam Timmergold. Im Jahr davor war es ja anders, da kam im Mai
Eine Map, da kam Bush Rangers. Und dann im Oktober Waldräume und jetzt war ein Jahr nix. Dann kam eben Timmergold. Ich bin zu weit gefahren. Naja, mal schauen, ob sie den alten Zyklus wieder einhalten oder was es da Neues gibt. Oh. So, hoch wir wieder. Ja, hier fährt er wieder langsamer, da liegt dann halt wieder mehr Gülle auf einem Fleck. So. Ja, zu früh abschalten, scheiße. Ich bin das noch mit der Taste B gewohnt und nicht mit V, wie hier bei dem Schleppschlauchding. Ah, naja, so genau nehmen wir das ja nicht. V und ich drücke immer B. Gibt's ja nicht. Wo hängst denn jetzt wieder? Hoch wieder. Ja, mal schauen, die Jagdsaison, die geht ja auch gleich wieder los. Mal schauen, jetzt war ich gestern Rehlein schauen, aber ich weiß ja nicht, so, beziehungsweise nicht, das seht, ging die schon los. Ja, ich war jetzt denn gestern, es ist zum Aufnahmezeitpunkt Samstag, war ich schauen, aber für den Mai war jetzt nicht wirklich was dabei, weil Schmalreh und Dreierböcke, also Jährlingsböcke sind frei. Mir kam zwar ein Jährling, aber der war zu stark. Er hatte 15 Kilo und Lauscher hoch auf. So geht es nicht. Naja. Heuer wird wohl mehr gehen jagdlich wie voriges Jahr, da war das nicht so produktiv bei mir. Mal schauen. Jetzt gehen sowieso mal ein paar Freunde von mir mit. Oder zumindest einer geht jetzt mal mit. Dann mal schauen. Ja.
ein paar Leute mal, weil es werden immer weniger Leute werden Jäger. Und das kann ja nicht so sein, jetzt mal ein paar Leute auf, beziehungsweise ich kenne hier Leute, die den Jagdschein machen wollen, aber sich nicht wirklich drüber trauen, ob das jetzt wirklich was für sie ist. Ja, die nehme ich jetzt einfach mal mit so. Mal zeigen. Generell, ich finde es sowieso gut. Da gibt es Reviere, da können sich die Leute das mit einem erfahrenen Jäger mitgehen. Oder mit einem Jäger mitgehen. Und ich kenne auch Leute, die haben den Jagdschein nur, weil sie sich eben in der Natur und so gut auskennen wollen. Oder weil das Allgemeinwissen ist schon gut, wenn man den Jagdschein hat. Weil man weiß vieles über Tiere, über die Vegetation und sieht plötzlich alles ganz anders im Wald. Früher, wenn ich so durch den Wald gegangen bin, ja, dachte ich mir, der Baum hat einen Kratzer. Heute kann ich nicht erkennen, ob es jetzt ein Fehlschlag ist oder ein Schädelschaden oder ob der Bauer einfach mit der Seilwinde drankommen ist. Naja. Aber das muss ja jeder selbst wissen. Ich kann es nur jedem empfehlen, den Jagdschein zu machen. So. Jetzt haben wir es ja gleich mit Mist, das fahren wir, oder mit Gülle. Das fahren wir noch fertig. Da die zwei, dreimal noch hin und her. Und dann war es das auch schon wieder für die Folge. Ja. Da bei der Kurve, da tut er sich schwer. Dass er da rumkommt. Ja, besonders viel geredet habe ich jetzt ja nicht, aber was willst du denn noch reden? Den wird völlig überbewertet. Nee, Spaß, aber ich wüsste einfach nicht, worüber ich reden soll. Aber naja, jetzt weiß ich, worüber wir reden, und zwar, dass die Folge vorbei ist. Deshalb bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.